Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute an diesem sonnigen Donnerstag live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was Thorsten heute uns zeigt, und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. So, lieber Thorsten, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, wir werden jetzt mal was. Nein, nein, alles gut, wir sind gespannt. Viel Spaß. So, ich muss jetzt mal was probieren hier. Ja. Das geht natürlich nicht, so wie es aussieht. Dann machen wir das anders. So. Dann machen wir das so rum. Guten Morgen, mein lieber Lutz. Guten Morgen, mein lieber Nelson. Und guten Morgen in die Runde. Ich muss drei Sachen. Guten Morgen, lieber Carsten. Ja, Carsten ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir heute, wie hat der Peter geschrieben hier, nicht ausgeschlafen sind. Nein, doch, wir sind ausgeschlafen, aber wir sind auf, das ist das erste morgendliche Webinar dieses Jahr aus unserem Wohnmobil. Deswegen, es könnte ein bisschen lauter werden. Wir sind an der Weinstraße gelandet, auf dem Weg nach Stuttgart und in den Schwarzwald. Das ist unsere erste Tour, die wir dieses Jahr machen dürfen, aufgrund dieser ominösen Viren-Situation da draußen. Deswegen, es könnte hier im Hintergrund etwas lauter werden. Und wir werden uns, so wie die letzten Tage angekündigt, auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist das Erste. Das Zweite möchte ich kurz darauf, wie soll ich es jetzt erklären? Okay, nach unserem letzten Webinar, mein lieber Nelson und mein lieber Lutz, habe ich eine Mail dazu bekommen, dass es so den Anschein hatte, dass zwischen uns irgendwelche Spannungen entstehen oder vorhanden sind. Ich möchte, glaube ich, unter Bestätigung von den beiden anderen auch das so klarstellen, dass dem überhaupt nicht so ist. Ich glaube, unser Verhältnis ist bestens und wir versuchen einfach ein bisschen die Geschichte aufzulockern. Also wenn hier irgendwas falsch ankommt, dass wir uns irgendwie angiften würden oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen, denn wenn das falsch rüberkam. Aber ich glaube, ein bisschen rumfrotzeln ist doch erlaubt, oder? Ich hoffe, die anderen beiden bestätigen mir das nicht, dass ich jetzt hier alleine damit bin und sage jetzt hier alles Friede, Freude, Eierkuchen und die anderen beiden sagen, nee, 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 mein Lieber, das ist schon vollkommen richtig. Ich wollte schon gerade sagen, habe ich was anderes vom Lutz gehört? Nein, Spaß, alles gut. Ja, also wir pflegen ein sehr inniges Verhältnis eigentlich bei uns in der Community und bei uns in der Gruppe und zu unseren Kunden. Wir giften uns nicht an, sondern wir haben einen vernünftigen Umgang miteinander gelernt. Und wenn irgendwas nicht passt, was durchaus sein kann, dann geht man eben getrennte Wege oder so. Das ist ja wie im richtigen Leben. Aber das tun wir nicht. Genau, und Lutz führt dann auch immer schön, ich weiß zwar nicht warum, aber er führt dann auch immer, er ist hier immer Schiedsrichter und ab jetzt steht es 1-0 für Nelson. Warum auch immer. Haben wir Woche der Höflichkeit, also irgendwann müsst ihr beide mich mal aufklären. Haben wir Woche der Höflichkeit jetzt oder so und werden jetzt Höflichkeitsfloskeln gezählt oder so.
auch mal eine Wenn, Idee. ja, dann würde ich ganz gerne daran teilhaben, mir sagen, guten Morgen, mein lieber Lutz, du bist der Größte mit 1,82 oder so. Okay, wir 1,92, okay, mit Pumps. Wir werden uns auf zwei Sachen konzentrieren. Wir haben bei uns beschlossen, die diese Woche, oder ich habe festgestellt, dass wir im Euro-US-Dollar, was ja mein Steckenpferd ist oder mein Hauptanliegen ist seit nunmehr ungefähr 14 Jahren, was uns immer unser tägliches Einkommen beschert, dass wir uns wieder etwas mehr darauf konzentrieren sollten, auf die kurzfristigen Dinge und nicht diese Langstrecken im DAX versuchen. Wir haben die letzte Zeit immer, ich sage mal, den DAX wahrscheinlich inzwischen irgendwie minimal oder nicht so im Gewinn, wie man sich das vorstellt, sondern das geht mal vor, das geht mal zurück, dann hat man mal wieder eine Position, da knallt es, dann hat es wieder eine Position, da knallt es wieder zurück und immer hin und her. Und es soll ja auch eigentlich nur ein Zubrot sein und nicht unser Haupteinkommen sichern. Und schade, ich habe jetzt keine Webcam, aber in meinem nächsten Leben werde ich Hund, muss ich ganz ehrlich sagen. Der liegt hier neben mir auf dem Sofa und vergräbt gerade seine kleine Schnauze in die Kissen. Wahrscheinlich weiß er, dass ihr sonst das Schnarchen hört hier, wenn er wieder einschläft, der Kleine. Also wir haben beschlossen, uns auf den Euro zu konzentrieren. Wir sind hier nicht angetreten, um die Langstrecken und die Millionen hier zu machen, sondern mein ursprünglicher Antritt hier in der Branche vor 14, 15 Jahren, der galt ja dem morgens sehr, sehr zeitig oder so früh wie möglich sein Tagesziel zu erreichen. Und deswegen haben wir auch ein Tagesziel von 12 Punkten irgendwo avisiert. Und alles, was darüber hinausgeht, ist on the top. Deswegen starten wir auch mit dem Euro für heute. Das machen wir aber gleich. Marken habe ich schon eingezeichnet. Ich habe da schon mal was vorbereitet, sagen die Fernsehköche immer, ne? Wenn sie schon mal die Erbsen geschält haben, ne? Ich habe da schon mal was vorbereitet, ne? Aber ich möchte vorher auf eine Geschichte eingehen oder auf die Geschichte von gestern eingehen, um für unsere Community, die ja, ich muss das fairerweise ja so sagen, für die wir ja hauptsächlich die Webinare machen, muss ich das oder werde ich das so auseinanderpflücken, dass sie das auch verstehen? Und unsere Gäste, die wir ja nur in den Webinaren mit Nelson ja haben, dann auch nachvollziehen können, was machen wir hier morgens eigentlich und wie tun wir das? Ich versuche das immer so genau wie möglich zu erläutern. Ich werde selbstverständlich nicht darauf eingehen, wo kommen die Linien her, wo kommt das her, wo kommt das her. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Aber ich versuche, unsere Wege, die wir handeln wollen, so genau wie möglich zu erläutern und bitte auch dann um entsprechendes Feedback, wenn irgendwas nicht verstanden wird, damit wir das dann gerade biegen können. Ich möchte immer so ein Webinar verlassen in dem Glauben oder lasst mich wenigstens in dem Glauben, dass das Grobe, was hier gewesen ist, auch einen klaren Weg für den Tag hat oder den Weg auch verstanden hat. Okay. Wir haben gestern Morgen, das ist das Muster, was wir gestern früh gezeichnet haben. Wir haben zwei Routen eingezeichnet, die möglich sind, einmal in Rot und einmal in Blau. Und was hat der Scheißkerl gestern gemacht? Er hat erst die eine Route eingeschlagen, dann hat er gesehen, okay, da war wahrscheinlich ein Schild Umleitung, hat dann die andere Route eingeschlagen, aber hat auch diese Route dann fast vollendet. Wir haben uns hier mit der roten Route hier gestern Morgen abgegeben und gesagt, okay, er sollte nach Möglichkeit
hier nochmal runter an die 10953. Und wir haben dann die erste Position hier gehandelt. Das haben wir gestern Morgen auch live im Webinar gemacht. Diese Position wurde dann hier irgendwo mit, da wurde sie, wurde die erste Position ausgestoppt mit minus, ich glaube, 2,9 Punkte. Wir sind diese, ich könnte mich gerne verbessern, die, die dabei waren. Wir haben hier 2,9 Punkte Verlust generiert. Dann haben wir hier wieder die gleiche Marke angelaufen, wieder die 53, haben dann wieder gelongt. Dann ist diese Position hochgelaufen bis dort oben hin. Dann haben wir den Stop auf Tagesziel plus den Verlust gezogen, so dass wir nachher mit diesem Absturz hier runter dann die Verluste ausgleichen konnten und auch mit einem Tagesziel schließen konnten. In unserem Slack-Kanal, also in unserer Community, haben wir danach oder haben wir gestern Morgen dann auch kommuniziert, wenn er hier nochmal irgendwo umdrehen sollte, wird er wahrscheinlich durchsacken bis zur 10940 beziehungsweise bis zur 10933. Und beide Marken würden wir dafür benutzen, um eventuell wieder zu longen. Komm her, Kleiner. Musste nur meinen Hund runterheben. Jetzt hatte er keinen Bock mehr, auf dem Sofa rumzuturnen. Ich bin ihm, glaube ich, zu laut. Und da das ein 14 Jahre alter Herr ist, wollte ich ihm nicht zumuten, von dem hohen Sofa hier runterzuspringen. Ist ja ein Hund, ist ja kein Vogel, ne? Wenn er hätte fliegen wollen, hätte er ein Vogel werden können. Also, hier nach diesem Ausflug hier nach oben waren wir weit genug vorne, um ein Tagesziel und die Verluste wieder einzufahren. Damit waren wir 12 Punkte im Gewinn. Wir haben hier unten diese Nummer, diese Marke bei 10933,5 gestern früh festgelegt. Und wir haben das Low. Na, komm her. Das Low bei 10933,7, also um 0,02, hat er unsere Linie hier verfehlt. Aber jetzt gucke ich mal. So, weil die Linien, die ich einzeichne hier, die können immer nur um 0,5 genau platziert werden. Unser Zielbereich, den wir haben, der lag bei 10933,8 und wir hatten das Tief bei 10933,7. Also ich sag mal, tick genau. Nach oben hatten wir uns die Marken 10985, 10998 und 10104. Und dann sehen wir, wie er hier unten umgekehrt ist und direkt, aber auch im direkten Anlauf die 10985 geholt hat. Also im High war er 10985,6. Auch hier sollten wir mal schauen. Okay, 10984,8. Also die obere Linie hat er doch um 0,6, 0,7 übertroffen. Nur um mal zu zeigen, wie die funktionieren. Also der Lauf gestern hier hoch, hier unten das erste Mal 3 Punkte, 2,9 Verlust, konnte man verschmerzen. Dann hier die Verluste ausgeglichen und dann hier unten von der 33 bis zur 98, das sind satte 65 Punkte. Danach haben wir gestern hier oben im Bereich 1,10, das erkläre ich auch gleich im übergeordneten Chart, warum, wieso, weswegen, haben wir geschortet. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren, hatte dann den BE-Schutz angeschaltet, bin dann hier das erste Mal rausgeflogen, BE plus 2, habe dann bei der 1,10,14 wieder geschortet und diese Nummer dann gestern Abend, nachdem wir, oder als wir beim Abendbrotessen waren,
ist diese ebenfalls wieder BE rausgeflogen. So stehen wir jetzt hier bei 0. Auf die Anwendung von unseren Setups oder von unseren Linien kommen wir gleich mal zu sprechen, weil die Fragen, die kommen ja doch immer wieder auf. Wie mache ich das jetzt richtig? Wieso bist du da rausgeflogen und ich nicht? Und. Also da kommt ja immer wieder die gleiche Frage. Ja, wenn du das schreibst, ja ganz gut und schön, aber wie soll ich jetzt damit umgehen? Wie wende ich das an? Das werden wir gleich mal erklären. So, das war die Geschichte von gestern. Jetzt schauen wir uns mal die Marken von heute an. Kann man die Zahlen hier links erkennen? Die Marken, die an den Linien sind? Ja, Stefan, dass du das kannst, das weiß ich. Aha. Klar, der eine kann es lesen. Mein lieber Freund Lutz hält sich raus. Für ihn machen wir sonst immer die Größe. Der nächste schreibt, sind das Zahlen? Okay. Also, wir haben heute hier unten die 1.10.05, 1.09.92 und die 1.09.87. Die sollte man sich genau anschauen. Was mir heute ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass wir hier oben die 1.10.47 und 1.10.52 haben. Das ist mir persönlich zu weit. Warum ist das zu weit? Weil wir genau hier in diesem Bereich, ich versuche das jetzt mal so hinzukriegen. Da, machen wir es mal so. Wir haben gestern uns mal angeschaut, welcher Fibo zählt. Der von da nach da oder der von da nach da. Und wir haben gesehen, dass wenn wir den von da nach da ziehen, die Spikes hier alle an der 61,8 enden. Und selbst gestern haben wir, schauen wir mal nach, die so, der ist bei 1.10.01 oder 1.10.02 ungefähr. Und wir haben hier gestern den Close bei 1.10.02. Das heißt, wir haben hier den Schlusskurs auf den Tick genau oder haargenau an der 61,8 aus dieser Bewegung. Unser Ziel ist ja immer, dass wir uns in die anderen Händler reindenken. Wo tun sie das? Was tun die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Und wie können wir oder wie kann ich mir diese Auswirkungen zunutze machen? Das ist ja immer das ganze Spiel. Und da sehen wir, dass diese Marke hier ziemlich klar hält, auch nachdem sie gestern hier nach oben einmal durchschossen wurde. Jetzt können natürlich die Nachzügler kommen und können sagen, okay, wir nehmen dieses Tief. Dieses Tief spült die 61,8 weiter nach unten und dann haben wir oben die 76,4. Und die 76,4 liegt da, bei der 1.10.47. Jetzt nehmen wir uns mal die 1.10.47 und gucken uns diese Muster hier für heute nochmal an. Und dann sehen wir, da haben wir die 1.10.47 und die 1.10.52. Das wiederum relativiert meine Theorie. Ich habe heute Morgen erst gedacht, nee, so hoch wird er nicht mehr laufen. Aber im Moment sieht es genau andersrum aus, dass er nämlich genau da oben nochmal schön alles wegrasieren kann und vor allen Dingen die Jungs wegrasieren kann, die da oben nämlich die erste 61,8 haben. Und das macht dann für heute
folgende Pläne aus, dass wir, ich zeichne das jetzt mal ganz bewusst ab dem, wo wir jetzt sind, damit man das auch hinterher wieder nachvollziehen kann. So, und dann machen wir das mal ganz einfach, nämlich die da hoch, ungefähr. Und dann wissen wir auch, wie weit der ungefähr zurücklaufen darf. Das ist die eine Route, die blaue Route, die ich nach dem im Moment bevorzuge. Hier kommen wir gleich drauf, warum ich immer diese Linie nach unten zeichne. Und wir haben die zweite Route, die ich dann mal in Rot einzeichne. Ja, ich halte mich heute zurück, nicht, dass wieder heißt, ich beleidige jemanden hier. So. Wir haben gestern gesehen, wie das gehen kann. Wir sollten, wenn wir, und das bitte ich euch mitzuschreiben, weil ich habe jetzt hier nur so einen kleinen 13-Zoll-Bildschirm, wir sollten sehen, wenn er hier hochläuft, dass wir mitschreiben, ne? Lutz. Carsten lässt mitschreiben, ne? Schon ein komisches Gefühl, ne? Carsten ist keinen Kilometer Luftlinie von mir weg. Hat mir nicht mal einen Platz auf seiner Terrasse angeboten zum Webinar heute. Naja. Willst du mir merken? Screenshot geht natürlich auch. Dann könnt ihr euch das vergrößern und könnt die Marken hier auch besser rausziehen. Also, wir sollten 1,1035 hier oben sollten wir wirklich Beachtung schenken. Und wenn wir über die 1,1035 gehen, haben wir die 47 und die 52 auf dem Deckel. Die sollten aber in der Form bremsen da oben. Sollten wir die gleiche Nummer wie gestern machen, das zieht die, schauen wir uns gleich im Vergleich nochmal an, nämlich jetzt erstmal hier hoch und dann wieder runter, dann kann man hier unten im Bereich 92 bis 87, also zwischen diesen beiden Marken oder genau an diesen Marken, hier an der 10992 mit einer Limit Pullback arbeiten, die es dann nach oben spülen sollte, kommen wir von der 92 oder von der 87 und wir kriegen einen Schlusskurs in 5 Minuten über 1,1005, aber erst hier runter und dann über der 1,1005. Dann kann man bei Schlusskursen über der 1,1005 diese Geschichte hier aufstocken, um den Weg nach oben mitzunehmen. Dann hat man den kompletten Weg bis hier hoch und hier oben dann die Longs glattstellen und mit Stops über der 1,1052 kann man dann shorten. Aber immer mit Stops dort oben drüber. Auch wer das gestern gemacht hat und seine Stops oben bei der 35 oder 36 liegen hatte, ist immer noch aus der Long-Position mit 65 Punkten raus und aus der Short-Position dann mit einem Verlust von 35 bleiben immer noch 30 Punkte und 12 aus der ersten macht immer noch 42 Punkte für den Tag gestern. Ich klaue ich mal ganz kurz den Ton. Bin wieder da.
Ich habe ja Anstand, ne? Und wenn man sich die Nase schnaubt, muss man nicht 200 Leute zuhören lassen, ne? Okay, also, das hier ist der Weg und den scheint er jetzt auch beschreiten zu wollen. Also bei den Long-Positionen aufpassen an der 35, an der 47 und der 52 und diese kann man dann für Short-Signale mitnehmen. Hintergrund ist diese Geschichte hier aus dem FIBO von diesen beiden Bewegungen. Das hier ist die Hauptantriebswelle. Das hier ist die Short-Antriebswelle. Hier wurden die Stops da unten drunter schon mal geholt. Und ansonsten zählt hier unten auf jeden Fall erstmal dieser Bereich auch als übergeordnete Zielmarke. Für alles andere haben wir unser Euro Pro. So, und nach Euro Pro, da sehen wir, sind wir übergeordnet erstmal logischerweise long eingestellt. Wir hatten hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Haben wir einen Aufwärts- oder einen Abwärtstrend? Was sehen wir? Um mal die Grundlagen abzufragen. Jetzt hier bei diesem Bild Aha. Sehr schön. Hier kommt aufwärts, Aufwärtstrend, aufwärts, aufwärts, long, aufwärts, ab. Genau. Nein, muss ich leider verneinen. Der Einzige, der es bis jetzt richtig hat, da ist unser ASR, unser Andreas, weil entscheiden können wir das erst nach dem Schlusskurs von dieser Kerze. Hier ist das letzte Hoch des Abwärtstrendes. Da, dort haben wir das letzte Hoch und das muss erstmal kaputt sein. Wir haben hier im Moment eine saubere Verschachtelung, hat er sauber sehr schön erkannt, genau. Wir haben eine Aufwärtstrenddefinition in einem intakten Abwärtstrend. Die Trenddefinition, und die sollte man sich reinziehen, kann man allerdings bei uns auch lernen, wenn man das möchte. Die Trenddefinition ist hier bei allem das A und O. Nicht nur, um das Regelwerk richtig anzuwenden, unser Regelwerk EuroPro richtig anzuwenden, sondern es ist vor allen Dingen dafür wichtig, dass ich weiß, in welche Positionsgröße wähle ich in welche Richtung. Und wenn ich mich gegen den übergeordneten Trend, gegen die übergeordnete Gruppe, gegen die übergeordnete Teilnehmerzahl hier im Markt richte und jetzt trotzdem long gehen will, weil eben unsere Zielbereiche hier gerade sagen, okay, da zählt ein Long. Dann muss ich wissen, wenn ich mich gegen die Hauptgruppe im Trend richte, dass ich dann die Positionsgröße runterschrauben muss und mich mit kleineren Positionsgrößen zufrieden geben muss, weil ich eben mich gegen die Masse stelle. Und das ist wie bei einer Demo, ne, die wir inzwischen auch wieder haben in Köln und in Stuttgart und überall. Das ist genauso, wenn ich bei einer Demo in die Gegenrichtung laufe. Ne? Wenn alles von Nord nach Süd läuft und ich laufe von Süd nach Nord, dann bin ich da irgendwie verkehrt und merke schon, dass mir da eine Menge entgegenkommt. Ne? Ist genauso, als wenn man mit einem Messer in der Tasche zu einer Schießerei geht. Ne? Macht auch keinen Sinn. So, und hier können wir die Entscheidung eben erst treffen, wenn wir einen Schlusskurs in 5 Minuten über der 1.10.21 haben. Haben wir noch nicht, sondern auch diese Kerze hat nur ganz kurz drüber gespiked und wieder zurück. Kurze Frage in den Raum: Wer hat denn von unserer Truppe hier
die Nummer gelongt unten am Zielbereich. Gut, ein paar von unseren Jungs haben da unten also gelongt. Okay, also ich warte, da ich das jetzt nicht gemacht habe, ich habe den Entry hier unten verpasst, muss ich jetzt warten, bis meine Marken hier oben angelaufen werden und zack. Ich muss warten, bis ich hier oben diese Marken anlaufe, damit ich hier oben mir eventuell ein Short Setup suchen kann. Ich habe den Entry hier unten einfach verpasst, was ja morgens auch mal passieren kann. Soweit verstanden meine Ansichtsweise oder meine Vorgehensweise? Wenn ich long gehen will, muss ich jetzt warten, bis ich einen Schlusskurs über der 21 habe. Erst dann ist mein Trend kaputt und dann aus der Korrektur heraus könnte ich mir eventuell ein Long Setup ziehen. Okay. Wie gesagt, das ist die Schwierigkeit bei verschachtelten Trends, ne? Wenn wir eine Abwärtstrenddefinition haben und in einem intakten Abwärtstrend dann einen Aufwärtstrend darstellen, dann ist es manchmal auch schwierig. Ich kann jedem nur raten, wer das nicht erkennt, erstmal soll das bei uns im Seminar, bringen wir euch das ja bei oder zeigen euch, wie wir das machen. Das ist eine reine Trainingssache, um sowas zu erkennen, um sich sowas zu erarbeiten. Und wenn man das nicht kann, dann muss man halt eben auch mal an der Seitenlinie stehen bleiben und sagen, okay, das heißt ja nicht umsonst, trade das, was du siehst und nicht das, was du sehen möchtest. Wichtig ist vor allen Dingen zur Erkennung, ja, wo kommen die Linien her hier, wie kommst du da drauf und wo holst du die her und ist doch ganz egal, wo die herkommen, sondern Lutz hat das mal vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen mal sauber formuliert. Sachen einfach, wir benutzen die nur, weil sie funktionieren. Und sie funktionieren hervorragend. Deswegen sehen wir sehen ja auch, wie die Linien nicht nur bremsen, sondern wie sie auch ziehen, wenn man einmal in diese Richtung unterwegs ist. Und unser Jungvermählter, glaube ich, hat gerade geschrieben, dass er unten genau gelongt hat. Unser jungvermähltes Nordlicht. Ich habe den Termin verpasst. Herzlichen Glückwunsch noch. Oder sagt man überhaupt Glückwunsch dann? Nachträglich, ne, mein Lieber. Halte durch. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Ich weiß, wovon ich rede. Wer diese Nummer hier unten, wie gesagt, gestartet hat, hier bei der wo haben wir die überhaupt? Die 1.10.05. Der kann jetzt schon bei der 27 schon 22 Punkte vorne. Wer an dem ist und wer das gemacht hat, so wie unser Andreas, sollte überlegen, ob er sein Stop knapp unter dieses Zwischenhoch legt hier, unter die 17, also irgendwie auf die 16. So kann er nämlich somit schon sein Tagesziel hier sichern. Wie gesagt, ich habe den Entry hier an der Marke hier unten verpasst. Leider Gottes, das war Punkt 7. Da war ich leicht verhindert. Und wenn er dann zu weit weg ist, dann lasse ich sowas. Gestern Morgen haben wir es leicht gehandelt. Die Aufzeichnung von dem Webinar gestern früh sieht man,
öffentlich in unserem YouTube-Kanal. Da sieht man auch, wie man sowas morgens anwendet. Und dann sieht man, dass ich so eine Geschichte hier am liebsten so mit 3 Punkten Stopp oder maximal 4 Punkten Stopp handeln soll. Dann macht das Spaß, zumal man dann auch ein CRV jenseits von Gut und Böse hat, weil 4, 5 Punkte Stopp, nehmen wir mal 5 Punkte Stopp von der 1,105 bis zur 1,1035 sind 30 Punkte Ziel und 5 Punkte Risiko, CRV von 6 zu 1, das wirkt sich auf die Positionsgröße schon dementsprechend aus. Also die Jungs, die hier unten gestartet sind, hier in diesem Bereich, sollten drüber nachdenken, ob sie hier oben nicht ihr Tagesziel realisieren und dann schauen von dem, nehmen wir mal das Beispiel, wenn wir hier unten von der 0,5 kommen und hier oben bei der 35 oder bei der 32, 33 glatt stellen, dann kann man, wenn wir hier hochlaufen sollten, als sauberes Short-Signal oder als saubere Short-Marke, dann auch ein bisschen was von dem wieder riskieren, wenn man sein Tagesziel nicht mehr verletzt. Rechenbeispiel dazu, wenn wir hier unten von der 1,105 kommen und stellen bei der 35 glatt, sind das rechnerisch 30 Punkte. Wenn man dann ein Tagesziel von 12 Punkten oder von 15 Punkten hat und man hat 30 Punkte, dann kann man hier oben eventuell sogar 15 Punkte riskieren. Alternative ist, man stellt hier oben bei 30 Punkten die Hälfte glatt, nur 50%, dann sind das rechnerisch auch 15 Punkte und den Rest lässt man break-even laufen. So wie heute in diesem Fall würde ich zusehen, hier oben glatt zu stellen und bei einem eventuellen Durchmarsch bis da hoch dort oben zu shorten. Würde hier oben sogar mit einer Short-Limit arbeiten. Aber das ist immer situationsbedingt. Dafür gibt es kein festes Rezept. Und man sagt, so, das mache ich so, das mache ich so, das mache ich so. Ich selber muss nachher noch 3, 4 Stunden Auto fahren. Und wenn dem dann so ist, dann bin ich immer heilfroh, wenn ich hier oben glatt stellen kann. Und die Jungs, die unsere Zielbereiche hier handeln, die können um 8.22 Uhr haben wir es jetzt, glaube ich. Mal gucken. 8.22 Uhr. Können die rein theoretisch mit 24 Punkten, mit 2 Tageszielen glattstellen und ganz einfach sagen, okay, ich lasse den lieben Gott einen lieben Mann sein, so wie Nelson vorhin gesagt hat, wir haben einen sonnigen Tag und den kann man dann auch in anderer Form genießen. Also, von hier unten kommt hier oben eventuell glattstellen, Alternative die Hälfte glattstellen, den Rest bis hier hoch durchlaufen lassen, an der 1,1047 und an der maximal an der 1,1052 haben wir die darüber liegenden Reaktionspunkte, die auch hier die 1,1047 aus dem nächsten FIBO-Level kommen, der hier oben im Daily angelaufen werden kann und auch der letzte Haltepunkt sein sollte. Der muss ja nicht der letzte Haltepunkt sein. Es kann durchaus sein, dass er da durchmarschiert. Aber auch wenn er da durchmarschiert, haben wir auf jeden Fall erstmal ein Reaktionslevel. Weil, dass er da direkt im ersten Anlauf gleich einfach so durchgeht wie ein heißes Messer durch die Butter, das ist eher unwahrscheinlich. Dazu liegen an diesen Marken einfach zu viele Order, die abgearbeitet werden sollten oder abgearbeitet werden müssen. Deswegen auch hier dann unsere Reaktionspunkte, die wir nach unten nutzen sollen. Worauf müssen wir nur achten? Wir müssen einfach darauf achten, wenn wir diese Position hier eingehen, sollten dann die Stops auch relativ schnell Break-Even zu ziehen. Euro-Pro oder Zielbereichshändler, die von hier unten kommen, sollten auf jeden Fall jetzt ihr Tagesziel abgesichert haben. Jetzt, wenn man so eine Position von hier unten schon 20 Punkte im Gewinn führt, dann darf die nicht mehr im Minus, im Verlust enden. Fragen zum Euro? Dann jetzt oder nie?
Okay, wenn. Da sagt doch keiner was, ne? Ich glaube, ich bin heute allein hier. Sag mal, Nelson, hast du die alle rausgeschmissen? Sogar den Lutz. Aber der sitzt wahrscheinlich auf der Terrasse mit dem Laptop, mit dem Kaffee und dem Märchenbecher. Okay, dann war es eventuell einfach nur verständlich genug. Also nochmal die Bitte, wenn irgendwas nicht verstanden wird, dann einfach fragen. Ich will euch nicht unwissend oder dumm in den Tag entlassen. Es ist ja, immerhin habt ihr euch ja auch die Mühe gemacht und habt euch einen Wecker gestellt und seid zeitiger aufgestanden als sonst, um hier vielleicht ein bisschen zuzuhören. Nee, Nelson ist schon lange weg. Das ist. Ich? Nein. Ich höre dir wie immer zu. Echt? Okay. Okay, also die Pläne für den Euro, glaube ich, sind klar. Dann brauchen wir hier nicht weiter drauf eingehen. Dann werfen wir jetzt mal noch einen kleinen Blick auf den DAX. Den DAX haben wir gestern und ich glaube, vielleicht war ich da auch etwas nicht klar genug. Und deswegen habe ich vorhin am Anfang auch gesagt, Anwendungshinweise. Wir haben den DAX gestern sauber, ich nehme mir mal alles raus, ich mache den mal nackig. Wir haben den DAX gestern bei 11.740 in diesem Bereich geschortet. Und gestern Nachmittag haben wir diese Position auch gezeigt. Unser Ziel war es, oder mein Ziel, nicht unser, mein Ziel war es, wir sind auch hier an einer alten Marke, die 11.740. Kommt noch aus dem Herbst 2018, Ende Oktober 18, glaube ich, hatten wir zwei harte Marken, die nach oben gedeckelt haben. Vielleicht finde ich das sogar gleich, wir können uns das gleich mal angucken. Es muss Ende Oktober gewesen sein. Ich sage mal ungefähr der 26., 27. Oktober, glaube ich, war genau diese Marke, die nach oben gedeckelt hat. Wir spulen aber dahin gleich mal zurück. Wir haben hier die 61,8 und die 66. Das sind die beiden Marken. Wir haben hier die 66er FIBO, haben wir bei 11.865 ungefähr und die 61,8 bei 11.500. Nee, stimmt nicht, bei 11.600. Die ist durchschossen und wir haben hier jetzt einen ziemlich krassen Widerstandsbereich, den man auch hier drüben erkennen kann, der erstmal bremsen sollte. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sind die Positionen raus? Und jetzt sind wir schon bei dem Anwendungshinweis, den man vielleicht mal bringen sollte. Wir haben die Position bei 11.740, 11.720 in diesem Bereich gestern gestartet. Und gesagt, Stops gehen über die 11.850. So, das High sind wir bei 11.834. Wer die Position also parallel gestartet hat, ist entweder noch nicht raus und die Stops haben bisher gehalten. Ich selber halte es immer gerne so, wenn ich hier mit 120 Punkten Stop reingehe in so eine Position, dann geht mein BE-Schutz auch automatisch hier dann auf die gleiche Marke. Das heißt, früher haben wir immer gesagt, ein R. Das heißt, wenn ich 120 Punkte im Risiko bin, wenn ich so eine Position eingehe mit 100 Punkten Stop, um es rechnerisch einfach zu machen, wenn ich mit 100 Punkten Stop eingehe, dann muss ich auch BE gehen, wenn ich 100 Punkte vorne bin.
weil dann ist es das Verhältnis 1 zu 1. Ich kann nicht eine Position 200 Punkte in den Gewinn laufen lassen, um sie dann mit 100 Punkten Verlust ausstoppen zu lassen. Also spätestens dann sollte diese Position auch dementsprechend abgesichert werden oder abgesichert sein. Und wir waren gestern, ich muss das hier mal wegschieben, kann ich das auch darüber nehmen? Nee, kann ich nicht. So. So, und wir waren gestern hier in diesem Bereich bei der 11.740 hier und bei der 11.720 in diesem Bereich haben wir geschortet. Dann sind wir bei 130 Punkten Risiko, wenn wir über die 8.50 gehen. Und wir waren, um hier noch weiter wegschieben. Und wir waren gestern Nachmittag dann im Tief bei 11.560. Das heißt, wir waren 150 Punkte ungefähr vorne und dann muss so ein Stop auch Break-Even gehen, weil viel mehr kann dann nicht passieren, als dass man in diesem, wenn er dann wieder zurückläuft, als dass man dann hier eventuell einen besseren Einstieg bekommt. Ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass ich, aber das wird wahrscheinlich auch mein Leben lang, mein Händlerleben lang so bleiben, dass ich immer noch nicht mit dem Trend irgendwo handeln kann. Ich kann in dieser überhitzten Situation, wir sind seit Himmelfahrt, gucken wir uns das mal an. Oder? Wir haben heute den 27. Wir waren am 14. Mai, den 28. haben wir heute, also genau vor 2 Wochen waren wir bei 10.100. Wir sind bei 11.8. Wir haben in diesen 2 Wochen 1.700 Punkte nach oben gemacht. Und da bin ich jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich mich frage, wer soll bitte schön hier noch weiter kaufen? Das wird schon langsam schwierig. Und ich würde dann eher drauf spekulieren, auch hier in diesem Bereich, schauen wir uns das nur beim Stundenchart an. Wenn ich mich jetzt entschließen sollte zu kaufen, dann muss mein Stop auf 11.000, na, unter die 11.700. Gehe aber das Risiko ein, dass ich bei 11.830 ein nachlaufendes Hoch kriege und 11.850 dürfte noch bekannt sein, Maximum. Das heißt, hätte hier 50 Punkte vor der Nase bis zum nächsten extremen Reaktionspunkt oben und habe aber einen Stop von 100 Punkten nach unten. Deswegen kann ich hier im Moment nicht kaufen, sondern ich würde mir immer wieder Short Setups suchen in dieser Situation. Auch wenn es dann heißt, ich habe einen Short-Zwang oder so. Nein, aber ich habe an den Hochpunkten immer ein viel besseres CAV, ein viel besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, so wie gestern hier in diesem Bereich. Unsere Marke war die 11.740, die wir auf dem Deckel hatten und wir sehen die Reaktionsmarke. Und die nächste Reaktionsmarke nach oben ist die 11.850. Und jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich da überhaupt noch weit genug zurückkomme. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Oder? Ich kann ja mal im Daily schauen. Da haben wir 18, wir wollen aber zurück bis no. Da haben wir 18. Da haben wir die 18, da haben wir den 31. Oktober. So, ich habe gesagt, das muss irgendwie Ende Oktober gewesen sein. Und wir haben hier die Reaktionspunkte bei der 11.700 hier. 2.11. Ich habe gesagt, Ende Oktober, okay, das war der 17. Entschuldigung, ich habe mich um ein paar Tage vertan. Da haben wir das Zwischenhoch, die 11.850. Und hier haben wir die 11.730.
20, mal gucken, das High haben wir bei 11.710 und hier die 11.850. Wir bewegen uns jetzt wieder in dem gleichen Bereich hier, der eventuell den nächsten Schub nach unten verursachen kann. Alles kann, nichts muss, das wissen wir alle, aber wie gesagt, der DAX ist auch nur ein Zubrot, der ist nicht unsere Haupteinkommensquelle, sondern unsere Hauptquelle, die haben wir hier. Und da hoffe ich, dass die Jungs, die das gehandelt haben, hier, die unsere Zielbereiche gehandelt haben, jetzt ihr Tagesziel realisieren konnten. Ist das richtig so? Oder hängt ihr noch in der Position fest, Jungs und Mädels? So, der Andreas ist raus, der hat sein Tagesziel gemacht. Wie falsche. Ach so, jo. Da. Aber die Marken im Chart sind ja die gleichen, ne? So, wenn wir uns jetzt mal dieses Muster angucken hier, haben wir fast das gleiche Muster wie gestern, ne? Wollen wir mal schauen. Da sind unsere Marken einmal hoch, knapp unter der 85 gebremst, um dann unten runter zu gehen und die blaue Route zu machen. Jetzt schauen wir uns mal den Chart von heute an. Genau das gleiche, hoch unter der 35 gebremst. Und jetzt kann es durchaus passieren, dass er nach unten durchsackt und jetzt die rote Route einschlägt, wenn er parallel zu gestern diese Nummer ablaufen sollte. Wenn er die Nummer jetzt hier unten macht und hier runter geht bis in den Bereich 1,10, 1,0992, 1,0987, dann würde ich mir hier unten auch ein Long-Setup holen, um es dann nach oben aufzulösen. Und damit bin ich auch schon mit meinen Ausführungen am Ende. Wenn Fragen dazu sind, dann bitte jetzt. Ansonsten will ich mich nämlich verabschieden. Warum keine Rückläufer long? Du meinst wahrscheinlich den DAX. Wir sind hier in der Extremzone angekommen und irgendwann sollte, wir sehen ja auch, guckt euch die Abwärtsbewegung an. Hier unten wird sie dann ein bisschen schwächer und guckt euch die Aufwärtsbewegung an. Das Zeitfenster hier von der Abwärtsbewegung, das Zeitfenster von der Aufwärtsbewegung. Wir machen das mal. Das mache ich mal noch. So. Nur um das mal zu zeigen. Ich bin ja immer ein optisch arbeitender Mensch und die Korrektur einer Bewegung ist oft doppelt so lang wie die Bewegung. Und wenn ich die jetzt nebeneinander lege, dann hat er jetzt für die 61,8 nach oben schon mehr Zeit gebraucht als für die Bewegung, also mehr als doppelt so viel Zeit gebraucht als für die Bewegung nach unten. Das heißt, wir brauchen hier für diese Aufwärtsbewegung schon die doppelt, mehr als die doppelte Zeit, sind schon fast bei der dreifachen als der Absturz nach unten. Und das spricht in der Regel dafür, dass wir hier nicht in einem Bewegungsast sind, sondern immer noch in einem Korrekturast. Zu einem Bewegungsast wird es erst dann, wenn wir hier Minimum die 61,8 oder die 66 kaputt gemacht haben. Bin ich nicht von einem bärischen Setup abzubringen. Dazu kommt erschwerend, dass die Überraschung, wenn die Bären zuschlagen sollten, immer hätte, wäre, wenn, ne? Wenn die Bären zuschlagen sollten, dann kommen die meistens so überraschend, dass sie dann an einem Tag mal schnell 400, 500 Punkte irgendwie nach unten machen und dass man dann als Bulle schon äh,
Nein, 1700 Punkte in 2 Wochen ist nicht zu langsam. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir die Abwärtsbewegung, die wir vorher hatten, was die Hauptantriebswelle ist, dass wir jetzt schon mehr als die doppelte Zeit, fast die dreifache Zeit gebraucht haben, um 61,8 zu korrigieren, um die Hauptantriebswelle hier um 61,8 auszukorrigieren. Dafür haben wir das doppelte Zeitfenster, mehr als das doppelte Zeitfenster gebaut. Ich habe nicht gesagt, dass 1700 Punkte in 2 Wochen zu langsam sind. Dann bitte ich um Entschuldigung, dann ist das falsch rübergekommen. Richtig. Und alle Wirtschaftsdaten sind katastrophal, schreibt der Peter der hier. Und die Bewegung, diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben im Moment, die können nur daher rühren, dass da einfach sinnlos viel Geld in den Markt gepumpt wird. Ich habe neulich irgendwo eine Zahl aufgeschnappt, dass die EU 3 Billionen Euro in die Wirtschaft investieren will. 3 Billionen. 3 Billionen in die Wirtschaft investieren will. Und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass auch diese 3 Billionen die ganze Geschichte verpuffen. Ich bin gerade dabei und schön, dass man mir auch dabei geholfen hat. Ich bin gerade dabei, alte historische Daten hochzuladen und vergleiche. Bin gerade dabei, die ganze Kiste mal mit 2008, 2009 mit der Finanzkrise von Lehman Brothers zu vergleichen, um dort Chartmuster abzugleichen. Das ist immer so ein Hinweis darauf, was passieren kann. Aber dazu mehr nächste Woche, wenn ich das fertig habe, wenn ich diesen Vergleich fertig habe, dann haben wir eventuell auch ein klareres Bild oder auch ein anderes Muster vor der Nase. Und dazu werden wir dann ein Webinar in der kommenden Woche mit unseren Paternostern im Paternoster-Treffen machen und eine Zusammenfassung dann auch zur Verfügung stellen. So, und ne, auf den Franken schaue ich nicht. Ach so, ja, genau. 2015, als die Frankengeschichte gewesen ist, genau. Ähnliche Muster, das ist nun mal an der Börse so, so eine Muster, die von Charttechnikern, so wie ich nun mal einer bin, die sich einfach nach dem Chart richten oder ihre Marken aus dem Chart holen, die verursachen eben immer wieder die gleichen Muster. Und wenn man da ein einigermaßen gutes Erinnerungsvermögen hat und mal schaut, wie alte Muster funktioniert haben, dann kann man daraus auch Wahrscheinlichkeiten ableiten, wie die neue Bewegung oder die neue Struktur im Markt dann auch aussehen kann. Da aber der DAX auch nicht meine Hauptantriebswelle ist und nicht meine Ernährung sichert, sondern meine Ernährung hier durch diese Geschichte gesichert ist oder gesichert wird, ist mir das hier auch manchmal ziemlich Wumpe, wie man so schön sagt. Okay, und damit haben wir sogar die Stunde voll gekriegt, ne? Nelson hat ja heute schon mal 38 angefangen statt 48. Vielleicht gibt es ja auch nach Köln irgendwie 10 Minuten Zeitverschiebung, Kölner Zeitzone oder so, aber ist ja nicht schlimm. Der frühe Fänger, nee, der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt das ja, ne? Und ich hoffe, ich konnte euch meine Marken etwas näher bringen und vielleicht auch meinen Tagesplan hier in etwa so erläutern, dass man den auch anwenden kann und wünsche euch damit einen wunderschönen Tag für unsere Paternoster und für unsere Forex-Proler. Kurzer Hinweis: Heute Nachmittag ist kein Webinar. Ich versuche alles per Diktat während der Fahrt auf Slack zu begleiten, aber ein Webinar ist heute Nachmittag nicht. Da werde ich mich wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Stau in der Valla Pampa Richtung Süden befinden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und ihr konntet euch trotzdem ein bisschen was rüberbringen, so wie meine Denke ist. Ich muss ja nicht richtig sein, das sage ich ja gar nicht. Ich kann euch ja auch nur meine Sichtweise oder meine Wahrscheinlichkeiten erklären. Wer sie nachvollziehen kann, wer sie in seine Denke einbauen kann, der kann sie auch gerne anwenden.
Und wer sie gar nicht nachvollziehen kann, sorry, der bleibt dann einfach an der Seitenlinie stehen. Gell? In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und tschüss in Bad Dürkheim an der Weinstraße. Danke für den schönen Abend gestern, Carsten. Es war schön, auch mal den einen oder anderen auf so einer Tour zu besuchen oder vielleicht mal auf ein Bier oder auf einen Kaffee zu treffen. Und allen anderen wünsche ich ein wunderschönes, langes Pfingstwochenende und ganz, ganz viel Sonne. Wir werden auch Pfingsten mit den Enkeln und auch mit dem einen oder anderen sehr guten Bekannten oder Freund verbringen. Das Gleiche wünsche ich euch auch. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin und danke an Nelson und an FXLED hier an dieser Stelle. Wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das wird Nelson gleich richtig stellen, wenn ich da was Falsches rüberbringe. Nein, alles richtig. Vielen, vielen Dank, Thorsten, für das Webinar. Natürlich gute Fahrt und auch dir schöne Tage jetzt mit der Familie. Und allen Teilnehmern wünsche ich natürlich auch noch eine schöne Restwoche. Viel Erfolg beim Trading. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächsten Donnerstag dann hier wieder mit mir und Thorsten dann wieder dabei seid. Ja, also bis dahin, alles Gute. Tschüss.